Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil von unserem Minecraft Let's Play. Ja, wir haben jetzt Teil 20 erreicht und ich habe mir gedacht, dass ich einfach mal in diesem Video nochmal in diese, also nicht nochmal, jetzt mal in diese Mine zu gehen, die wir jetzt, auf die wir jetzt gestoßen sind. Und ja, wir rüsten uns jetzt einfach mal aus. Gerade hängt, habe ich wieder ein Problem mit dem, mit Fraps. Ist ab und zu ein bisschen komisch. Gut, mal schauen, was wir alles brauchen. Ich werde auf jeden Fall eine Menge zu Futter mitnehmen. Hier, dann können wir da auch ein bisschen länger bleiben. Wir brauchen, ich nehme auf jeden Fall, haben wir eine Map. Ich weiß nicht, ob die unter der Erde funktioniert, aber dann wäre es auf jeden Fall leichter, wenn wir irgendwo anders hochkommen, dann wieder zurückzufinden. Ich werde Schwerter mitnehmen, ich werde auf jeden Fall eine Menge Holz mitnehmen. Kann man ja auch mal gebrauchen, um was zu craften. Die Box nehmen wir auch mit. Die Truhe. Nee, brauchen wir nicht. Hier noch ein Schwert, ein paar Spitzhacken. Ja, machen wir jetzt auch noch ein paar neue hier. So. Und drei Stück würden eigentlich reichen. Ich brauche erstmal Holz. Gut. Dann noch zwei Schaufeln. Ups. Ja, ich würde sagen, das tut es jetzt erstmal. Haben wir alles, was wir brauchen. Ah, genau, Fackeln. Fackeln wäre nicht schlecht. 64 Stück, die nehmen wir auch noch mit. Und ja, würde ich mal. Ich würde sagen, das reicht. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Nochmal gucken, dass wir. Wir sind auf Fahrt, genau. Gut. Und ja, ich würde sagen. Na, wir nehmen auch Dreck mit, weil wir uns irgendwo hochstecken müssen. Ich habe keinen Bock, dann das Holz zu verwenden. Und das Essen tun wir auch mal hier hin. Ja, ich würde sagen, das reicht dann. Wir gehen dann mal einfach hier in die Mine. Kurz schauen, welche das war. Wir können hier mal irgendwie ein Schild hin machen und es mal nummerieren. Mine 1 und Mine 2. Ja, das ist die hier. Gut. Oh oh. Naja, ich würde sagen, dass wir auch mal ein bisschen Kohle sammeln. Oder vermehrt Kohle sammeln, weil damit wir uns diese ganzen Steine brennen können, damit wir da auch was draus machen können. Machen wir das einfach mal kurz schnell ab hier. Ja, und ich wollte mal sagen, ich habe ja, hab ich ja ein kurzes Video gemacht gestern, dass ich jetzt mir einen Facebook-Account angelegt habe hier für meinen Kanal, weil es ja einfach besser ist mit der Kommunikation und allem. Da könnt ihr mich Fragen stellen, mir Ideen mitteilen, Verbesserungsvorschläge und so weiter und so fort. Und ja, den Namen werde ich nochmal hier oben eingeblenden. Ich habe mich M11 Minecraft genannt, aber ohne diese, statt den dreien habe ich halt, statt der ersten drei habe ich halt ein E genommen. Sonst ist es gleich und ja, das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dazu stoßt. Es wird da so eine Community-Seite, wo ihr auch untereinander mal reden könnt, wenn ihr euch Fragen beantworten könnt, weil ich weiß ja auch, weiß Gott nicht alles über Minecraft. Also, ja, wird auf jeden Fall schön, wenn ihr dann auch noch dazu stoßt. Sind schon einige Leute dazu gekommen. Könnt ihr mich einfach dazu hinzufügen zu den Freunden und vielleicht werde ich auch einfach eine Seite erstellen, das ist dann vielleicht noch ein bisschen einfacher, so eine Gruppe. Ja, schau mal, und dann können wir halt da so Abstimmungen machen über Texture Packs und so weiter, dann könnt ihr da einfach Link zu einem Texture Pack posten, was ihr jetzt gerade gefunden habt. Und ja, dann könnt ihr da einfach abstimmen mit Daumen hoch, was am meisten hat, wird dann genommen. Oder ja, ihr könnt einfach mal dazu stoßen, würde mich auf jeden Fall freuen. Gut, genug davon, gehen wir mal hier einfach ein bisschen weiter runter. Und mal schauen, da unten wird. Oh! Holz unter der Erde. Heißt ja normalerweise was Gutes. Ich kann mal auf die Map gucken, das würde mich auch mal interessieren. Okay, wo ist denn unser Haus? Ist dieses kleine T, das umgekehrte, nehme ich an. Ja, ich denke schon. Wäre gut, wenn man sich so eine Markierung machen könnte auf der Map. Gut, gehen wir mal hier einfach runter. Und da hinten sind Fackeln und ein Monster-Spawner. Könnte es sein, dass das hier diese Mine ist, auf die ich mal gestoßen bin, hier unten ist. Ah, es ist gar keine Lava. Das ist Fackeln. Hm. Das ist auch nicht schlecht, wenn wir diese mega große Mine, die wir gefunden haben, am Anfang hiermit verbunden haben. Weil ich nehme mal stark an, dass wir da nicht mal annähernd alles erkundet haben letztes Mal. Machen wir einfach mal hier weiter. Sammeln das noch ein bisschen auf. Ah, genau. Und mir wurde gesagt, dass ich irgendwie. Was soll ich anmachen? View Bobbing soll ich anmachen. Ich habe zwar keine Ahnung, was es macht, aber ich soll es anmachen.
Also mache ich es an und gut, gehen wir hier lang. Bisschen Licht. Und das können wir, ups, das falsche. Das hochdrehen. Ah, den hätte ich gar nicht kommen sehen sonst. Gut, der wäre auch erledigt. Okay, die Kohle hier nehmen wir auch noch mit. Und ja, werde ich mal versuchen, ein bisschen tiefer zu kommen. Oh, ich hoffe, wir haben jetzt nicht das ganze Eisen mitgenommen. Doch, wir haben das ganze Eisen mitgenommen. Egal, ich werde nicht drauf gehen. Ich habe ja recht viel Essen. Ich habe eine Map, ich finde zurück. Kein Problem. Und wir werden auch eine Menge hier sowieso neu finden. Also, ist immer ein Risiko. Und vor allen Dingen möchte ich erstmal Kohle sammeln. Um diese ganze Steine zu brennen. Um das Haus ein bisschen auszubauen. So. Da hinten wird es wieder hell. Nehmen wir mal die ganze Kohle hier einfach mit. Okay. Ja, es scheint mir so, als sind wir hier schon mal gewesen. Aber Materialien haben wir anscheinend nicht mitgenommen. Wobei es kann ja auch sein, es gibt ja in manchen Minenschächten einfach so Fackeln, die da rumstehen. Es kann auch sein, dass es vorher schon so war. Also, aber na hier. Ich weiß nicht, sind wir gerade schon mal hier lang gelaufen? Ne, dann haben wir die Kohle hier mitgenommen, oder? Oha, so eine Menge hier. Na, mal schauen, ob ich hier in der Höhle auch Diamant finden kann, weil zwei brauchen wir auf jeden Fall noch mindestens, um eine Diamantenspitzhacke zu haben. Und ich warte immer noch auf 1.9. Das soll ja mal endlich rauskommen. Damit ich da mal in die Hölle kann, endlich. Wow, hier geht's aber ab. Oh, und da ist Lava. Okay, sehr gut. Gerade bringt mir das jetzt noch nicht viel. Ich habe sowieso kein... Ups, ich höre da was, ich höre was. Irgendwo ist eine Spinne, wahrscheinlich über mir. Wo bist du, du Drecksvieh? Scheiße, man, ich hasse das, wenn man die Viecher nicht sieht. Ich höre was. Naja, gehen wir mal runter, machen einfach die Kohle hier fertig. Ich nehme an, es ist direkt unter mir oder direkt über mir. Ich hoffe nicht, dass ich gleich irgendeine Kohle wegnehme und plötzlich hier das Ding auf mich runterplumpst. Ach, ich bin schon verdammt laut hier. Na egal, es reicht hier. Genug. Oh ja, hier geht's rein. Die Fackeln waren auf jeden Fall schon vorher da hier. Die habe ich nicht hier gesetzt. Ich gehe mal hier lang. Ich habe jetzt nicht wirklich. Na, wir folgen gleich auch mal diesem Pasta. Hier hinter sind irgendwo Spinnen. Bisschen sehr laut. Gut. Mal schauen, wo uns das hier hinführt. So, ja, wir haben schon eine Menge Kohle hier. Schon fast zwei Stacks. Und das wird jetzt langsam ein bisschen zu laut hier mit diesen ganzen Spinnen. Dann wird es einfach mal ein bisschen runter. Die andere Alternative wäre, die alle umzubringen, aber dafür müsste ich sie erstmal sehen. Ja, wobei ich habe auch keine Lust zu sterben. Also, was groß dumm ist, werde ich versuchen nicht zu machen.
So, da geht's nicht lang. Ich gehe einfach mal nach links hier. Schau mal, was hier so los ist. Ups. Wow. Okay. Das sieht dann schon ein bisschen interessanter aus. Nur blöd. Na, wobei, ich habe ja Dreck dabei. Ich kann ja mal so auf Bergsteiger da nach drüben wandern. Ich bräuchte ein Stück TNT, was ich hier einfach hinsetze, an die Seite anzünde, das fällt da runter und explodiert. Ich könnte die alle mitnehmen. Mit in den Tod. Gut. Da ist schon mal Gold. Also, könnte schon sein, dass da unten sowas wie Diamant gibt. Wobei, ja, ich glaube, man muss noch ein bisschen tiefer sein. Na, solange ich da nicht runterfalle, ist alles gut. Okay, das Gold hier, ups. Das Gold nehme ich auch noch mit. Weil ich wollte ja auch in der Mine, wollte ich ja eventuell sowas machen wie diese Power Drails, die einen dann nach oben ziehen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Gold. Also mal alles mitnehmen, was wir finden können. Hier ist wieder Lava. Okay. Einen Eimer hätten wir uns machen können. Weil es bringt eigentlich weniger. Wenn wir dann später eine Diamantenspitzhacke haben, können wir einfach runterkommen. Und ja, einfach direkt so einen Lavasee zu Obsidian machen. Das geht dann wahrscheinlich schneller, als einzeln die Eimer nach oben zu schaffen. Okay, da geht's runter. Gehen wir gleich mal lang. Aber noch kurz hier alles abbauen. Ja, und nochmal, wenn ihr irgendwelche anderen Spiele habt, die euch interessieren, weil ich bin ja, wie gesagt, immer offen für neue Sachen, für andere Spiele, wenn wir mal was anderes spielen wollen als Minecraft. Ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir da vielleicht auf Facebook oder so diskutieren können. Ihr könnt es auch einfach hier in die Kommentare schreiben. Und da würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, ob ihr auch noch was anderes sehen wollt. Ja, ich wäre mal froh, mal was Neues auszutesten. Aber ja, Minecraft würde ich auf jeden Fall weitermachen, wie gesagt. Und ja, fände ich eigentlich mal ganz schön. Die ganzen Schienen habe ich eigentlich wenig Bock jetzt mitzunehmen. Dauert so ewig lang abzubauen. Das sind einfach so viele. Das Wasser. Eigentlich wollte ich ja woanders lang. Na, gehen wir einfach hier lang. Oh, ich habe wieder Dreck spinnen und hier sieht es schon wieder so aus wie nach Monster Spawner. Na egal, gehen wir einfach mal hier weiter. Schauen wir, was hier so gibt. Hier läuft die Lava lang. Gehen wir immer dahin, wo es dunkel ist. Ein bisschen Neues erkunden. Schauen wir hier. Die Kohle noch schnell. Oh, au. Na, da ist nichts. Gut. Das noch weg. Ah, ein Wassertümpel. Und das schwebt. Naja. Gut, ja, ich würde sagen, das war's jetzt eigentlich für den Part. Hier ein bisschen weiter erkundet. Und ja, im nächsten Part schauen wir einfach mal ein bisschen weiter, ein bisschen rumbuddeln. Noch ein paar Materialien sammeln. Und ja, ich wollte eigentlich die größere Tour hier unten machen. Ihr könnt mir sagen, was ihr machen wollt, ob wir früher zurückgehen oder noch ein bisschen weitermachen, ein paar Materialien sammeln. Aber ich wollte eher eigentlich mit Diamanten hier aus der Mine wieder raus und ja, es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auf Facebook und mir beitritt, unsere Gemeinschaft da, und ihr mir einfach ein paar Sachen sagt, was ihr gern hättet für die nächsten Parts, ob es ein neues Texture Pack ist, irgendwelche anderen Sachen, ob ihr wollt, dass ich mal ein anderes Spiel spiele. Ja, sagt mir einfach, was ihr denkt, und ja, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen.